So, wir sind an der Pride in Zürich und wir suchen jetzt das Richtige. Ich bin nur das Double, aber wir suchen natürlich das Richtige, die richtige Conchita. Am besten, wir gehen mal auf die Suche und schauen, wo sie ist. Und unterwegs werden wir wahrscheinlich ein paar Leute treffen, die mich als Conchita werden erkennen. Mit dir zusammen? Wenn wir eins zusammen machen? Aber ist gar nicht Conchita. Nein. Aber ist gleich. Peace! Aber sie haben wirklich das Gefühl, dass ich es bin. Foto von dir? Ja. Oh, ja. Nein, ich bin nur Schweizer. Aber ist egal. Ja. Kein Problem. Gell? Ja, das ist mir gleich. Ist dir egal? Ja. Aber warum? Ich verstehe es nicht. Ich würde das mal gerne verstehen. Ja, das ist gleich. Ist egal? Ja. Um was geht es denn? Einfach ein Foto mit einer Drag Queen? Ja. Okay. Und das darf auch sein. So, fertig Foto. Ich muss jetzt endlich Conchita finden. Hallo, hi. Geht's uns heute? Sehr gut, danke. Ich extra aus Berlin hier hingezogen. Yeah. Ja, gezogen. Nein, schon nicht. Ich bin aus der Schweiz. Schön, dass sich unser Scheißwetter hier heute ins Zelt gelockt hat. Mhm. Da habe ich eine schöne, tolle Interviewpartnerin hier mit dir. Du bist, bist du aus Österreich? Nein, ich bin Bayer. Ah, Barbara aus Bayern. Bavaria. Ah, Barbara Bavaria. Sie haben kein Badge. Ach so. Wir haben es also probiert, mit dem Bändel reinzukommen. Wir sind etwa nach 10 Minuten wieder rausgeschmissen worden. Sie haben es gemerkt. Bring den Zürcher mal eine Spie, dass sie so richtig loslassen. Gell? Ja. So, für Watson bin ich auf der Suche nach der Conchita. Leider ist sie immer noch nicht da. Wir haben dann auch, sind rausgeworfen worden. Wir sind schnell drin gewesen, kurz Erfolg gehabt. Aber wir haben so viele Leute getroffen, die sehr begeistert sind von ihr. Und ich habe die Begeisterungszurufe natürlich einfach angenommen für sie. Und wir machen weiter im Kampf für die Lesben und für die Schwulen.